Snake und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja, ich bin gerade drauf gekommen beim Schneiden, dass ich die Scheiße gelabert habe. Deshalb habe ich daraus jetzt einen kleinen Zeitraffer gemacht und ich rede jetzt ganz entspannt ohne irgendwelchen Problem das, was ich euch eigentlich in diesem Video übermitteln wollte. Nämlich Stadtleben. Es ist jetzt sozusagen wie ein Q&A, nur halt im Hintergrund Treasure Wars und dann später auch noch was im Hub, da mache ich einfach nichts. Da mache ich einfach nichts. Weil es mich so aufregt, dass ich bin. Ja, also Stadtleben. Zum Thema Stadt. Stadtleben kommt ab Montag. Alles ist fertig, wir brauchen nur noch mehr die Aufzeichnung. Und so tue ich alles schon viel vorbereiten, dass ich dann eigentlich nur noch mehr schneiden muss. Und das wird alles am Montag hochgeladen. Stadtleben kommt immer am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Immer um 18 Uhr. Nicht früher, nicht später. Ausnahmen sind halt natürlich, wenn ich dann ein Großeltern bin und nicht schneiden kann. Und natürlich produziere ich dann auch oft vor, aber manchmal, oder wir sind in den Sommerferien im Urlaub, da kommen eigentlich eh dann keine Videos, da ist es dann halt still, weil da seid ihr wahrscheinlich dann auch weg, weil jetzt ist Corona, wahrscheinlich bin ich dann eh da. Ja, also eigentlich gibt es so wenige Ausnahmen, wenn ich einmal länger als wie 3 Tage weg bin, kann ich an dem Tag Stadtleben kommen oder generell irgendein Video. Oder vielleicht schon, dann tue ich halt zum Beispiel jetzt Treasure Wars produzieren und vorproduzieren, dass ich halt was hochlade. Jo. Also stellt euch grundsätzlich ein, Stadtleben kommt Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, 18 Uhr. Dazwischen kommen viele Produkte. Und damit komme ich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt, den ich euch erklären wollte. Nämlich, ich habe viel Projekte vorbereitet, erstellt, schon Zahlungen offen, da ich einfach so voll war und nicht aufgenommen habe. Ich hatte auch oft wenig Zeit und wenn ich dann Zeit hatte, wollte ich halt die Zeit eher so zum Spielen nutzen mit meinem Bruder. Ja, das ist eigentlich auch dann schon der Grund, warum es so lang still jetzt war. Es waren nur Skywars der Livestream und davor, Skywars und danach ist Total Reliable Delivery Service gekommen, was sehr lustig war. Nur, ja, ich hatte halt wenig Zeit, um aufzunehmen und halt, wenn was Neues, was mich interessiert hat, wollte ich halt nicht schneiden, sondern du Livestreamen und vom Handy auch aus, dass es funktioniert. Was halt bei Skywars nicht der Fall war. Gut. Ja, und die neuen Projekte, die ich vorbereitet habe, eins hat man davon schon auf meinem ersten Livestream beim Mixer, beziehungsweise auf Mixer, gesehen. Da habe ich zwar nur kurz gespielt, aber ich habe darauf gespielt. Also das allererste Projekt, wo ich am meisten Zeit investiert habe und wo ich eigentlich mich schon am meisten freue, die Videos aufzunehmen, da fehlen halt noch die Autodrive-Kurs. Ja, ich habe Autodrive installiert und kenne mich eigentlich auch grundsätzlich damit aus. Ich muss halt nur die Kurse einfahren und noch ein bisschen so für den Schnitt was vorbereiten. Und dann kommt es eigentlich am öftersten dazwischen den staatlichen Videos. Ja, dann Dungeons, das haben wir uns vor ein paar Tagen geholt. Das Spiel ist so legendär. Also, wenn ihr 20 Euro habt, oder nicht wisst, was ihr für ein Spiel euch kaufen wollt, weil ihr die anderen schon durchgespielt habt, nehmt Dungeons. Es ist zwar jetzt noch am Anfang eigentlich überteuert für diese 20 Euro, aber man kann bis jetzt schon so viel machen, es lohnt sich einfach und es macht übelst viel Spaß, wenn man es halt auch im Koop Multiplayer lokal spielen kann, was wir schon gemacht haben, ich und der Tanzbär. Das war sehr lustig und heute nehmen wir eigentlich gleich nach diesem Schnitt nehmen wir die erste Folge für YouTube auf. Also da bei ihnen kommt einfach jede Welt. Wirklich jede Welt. Und also alles, was wir spielen, kommt nur bei ihm. Außer wir tun
wenn wir einmal verlieren und die Folge schon ziemlich am Ende, wird die Folge vielleicht kürzer und wir tun halt dann so offscreen das Level fertig machen. Oder vielleicht dann noch so beste Ausschnitte von dem Zusammenschneiden. Es kommt halt drauf an, wie viel Lust wir darauf haben. So, dann, das ist jetzt das Projekt, was ihr schon kennt. Halt die, was beim Stream dabei waren, nämlich XX Alpha. Ich finde XXL, ich mag LS19 unheimlich jetzt vor allem wieder und ich mag es einfach, wenn man viele große Maschinen hat. Deshalb, eigentlich mag ich XXL, nur irgendwie hab ich die Fahrzeuge jetzt so Ding, wenn es auf der Xbox ist, jetzt, aber es bleibt auf der Xbox und da kommen auch oft zwischen Staffeln die Folgen. Und das letzte, wirklich, was man Projekt nennen kann, ist Minecraft Adventure, beziehungsweise Abenteuer nennen wir es, aber ich nenne es immer Adventure, ich finde, das ist viel angenehmer, das klingt auch viel besser. So, und dann der letzte Punkt ist, weil wir hatten keine Zeit, beziehungsweise ich irgendwas zum Aufzunehmen oder keine Lust, weil wir ein Secret Neighbor DLC für den Marketplace haben. Da kommt dann noch ein Teaser-Trailer, da kommt noch ein Launch-Trailer, wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder am Ende dieses Jahres, aber grundsätzlich kommt das DLC am Anfang der Sommerferien in den Marketplace, wahrscheinlich für 3 bis 5 Euro, könnt ihr euch holen, alle Skins, die ganze Welt, aber die 2 wird halt dann reingepatcht. Da haben wir viel Arbeit rein investiert und die Welt ist eigentlich schon bis zum Dach fertig. Das Dach müssen wir noch bauen und halt noch die Kisten befüllen und die Lobby halt bauen. Aber wird richtig schön und da könnt ihr mit euren Freunden in den Sommerferien mal spielen, da ihr jetzt eh alle zu Hause hocken müsst. Oder ihr fahrt weg und seid halt dann 14 Tage in Quarantäne. Was ich nicht in Anspruch nehmen würde, aber das ist jedem selbst überlassen. Dann könnt ihr einfach sagen, hey, kommt einfach mal spielen wir in Minecraft, habe ich mir das DLC da gekauft, spielen wir mal mit dem und wir werden dann auch selbst mit Freunden oder vielleicht YouTubern, wir werden die anschauen, wir schauen mal paar Looten und dann Let's Play, natürlich sind die noch riesig groß, aber wir werden vielleicht auch noch bei kleineren, die so viel wie wir haben, mit denen dann halt spielen und vielleicht auch dann später, wenn wir uns gut verstehen, auch Videos machen, weil so, dann macht es viel Spaß. Eigentlich müssten wir es auf ein Ringen, dass wir zu 6 springen können, aber wir wären halt dann oft zu 5, zu 3, zu 4, ungefähr so. Ja. Und das. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, und am Sonntag kommt immer ein Minigame von The Hive, irgendwo halt ein Minigame. Jetzt zum Beispiel Treasure Boss, Just Build, whatever. Und ja, Startleben kommt nicht am Sonntag. Das wäre dann eigentlich der 2-Tage-Abstand. Nur ich will am Sonntag einfach wenig mehr Freizeit haben, als wir Arbeit haben. Weil da, ich nehme so eigentlich jetzt wieder in den nächsten Tagen viel Zeit, weil nächste Woche kommen täglich Videos. Und darauf freue ich mich schon. Ihr werdet euch aufhören. Und eigentlich war es das jetzt. Ja, tretet meinem Xbox Social Club bei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Startlin. Bis dahin, tschüss!